Denn Gott wird seine Engel schicken, um jederzeit über sie zu wachen. Jesus offenbart uns, dass es in unserem Haus Engel gibt, die immer über uns wachen und uns beschützen. Sie sind nicht weit weg, sondern an unserer Seite und stärken uns in jedem Augenblick. Egal, welche Fehler wir machen, sie sind da, um uns zu korrigieren und zu führen. Engel sind ständige Begleiter, die geschickt werden, um unser Leben zu segnen. Wenn ihnen etwas Wunderbares widerfährt, sollten sie wissen, dass die Engel dahinter stehen und ihnen Segen bringen. Sie nähern sich einer Zeit des Überflusses, machen Sie sich also keine Sorgen um Geld. Überlassen Sie es Ihrem Engel, sich um diesen Aspekt zu kümmern. Hören Sie nicht auf, dieses Video bis zum Ende anzuschauen, denn es wird Ihnen all dies bestätigen. Heute flüstern dir die Engel ins Ohr, dass du deinen Instinkten und deiner Intuition vertrauen sollst. Wenn etwas keinen Sinn zu ergeben scheint, gibt es dafür einen Grund, es ist deine Seele, die versucht, mit dir zu kommunizieren. Die Macht der Engel in ihrem Leben lernen sie, jeden Augenblick zu genießen, ohne Eile, und mit Gelassenheit und innerem Frieden zu leben. Lassen sie sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Auch wenn die Welt um sie herum chaotisch erscheint, ist es an der Zeit, die Vergangenheit loszulassen und sich zu befreien. Es ist an der Zeit, den Schritt aus ihrer Komfortzone heraus zu wagen und endlich das zu erreichen, was sie wollen. Ihre Handlungen spiegeln ihr Vertrauen wider, damit sie ihre Träume verwirklichen können. Sehen Sie sich dieses Video an und teilen Sie diese Lebensbejahung mit all Ihren Freunden. Es gibt einen perfekten Plan, den Gott speziell für Sie vorgesehen hat. Inmitten von Mühsal und Müdigkeit ist es wichtig, auf die Wege zu vertrauen, die er vorgezeichnet hat, und auf die ideale Zeit, die er für sie vorbereitet hat. Der Segen ist auf dem Weg. Während sie warten, sollten sie wissen, dass ihre Gebete eine verändernde Kraft haben. Beten sie mit Glauben, warten sie mit Hoffnung und Vertrauen. Gott versichert ihnen, dass die schwierigen Tage hinter ihnen liegen werden. Bereiten Sie sich darauf vor, mit Segen, Heilung, Liebe, neuen Möglichkeiten und nie zuvor erhaltenen Gaben überflutet zu werden. Schreiben Sie, ich empfange, wenn Sie annehmen, was Gott für Sie hat. Du hast so oft im Stillen geweint, aber jetzt werde ich dich öffentlich vor deinen Widersachern segnen. Schreiben Sie 10 und 10 in die Kommentare, wenn Sie das glauben. Gott hat heute eine besondere Botschaft für Sie. Zunächst einmal sollten Sie wissen, dass er kein einziges Gebet unbeantwortet lässt. Er achtet auf jede Träne, die du vergießt, auf jede Geschichte, die du erlebst, weil er sich wirklich um dich sorgt. Zweitens, nichts und niemand kann die Türen schließen, die Gott für sie geöffnet hat. Er hat einen wunderbaren Plan für ihr Leben, und er wird nicht zulassen, dass sich ihnen etwas in den Weg stellt. Vertrauen Sie darauf und denken Sie auch daran, die Zeichen nicht zu ignorieren, die Sie Gott gebeten haben, Ihnen zu zeigen. Er spricht ständig zu uns, sendet Botschaften durch Menschen, Situationen und sogar in unseren Herzen. Seien Sie aufmerksam und verpassen Sie diese göttlichen Gelegenheiten nicht. Drittens ist es wichtig zu erkennen, dass es mit Gott an Ihrer Seite keine Rolle spielt, wer gegen Sie ist. Er ist ihr größter Verteidiger und wird nie weit weggehen, denn er ist größer als jedes Hindernis, das sich ihnen in den Weg stellen könnte. Und zu guter Letzt, denken Sie daran, dass Gottes Zeitplan perfekt ist und er die Macht hat, Leben in jede Situation zu bringen, in der Sie sich befinden. Vertrauen Sie auf seine Pläne und lassen Sie sich nicht entmutigen. Schreiben Sie, ich vertraue. Er arbeitet hinter den Kulissen, um erstaunliche Dinge in ihr Leben zu bringen. Wenn Sie mit all dem einverstanden sind, kommentieren Sie hier. Teilen Sie diese Botschaft mit denen, die Sie hören müssen. Gott ist immer an Ihrer Seite. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie nicht mehr weitermachen können, vertrauen Sie darauf, dass Gott Ihnen die Kraft gibt, die Sie in Zeiten der Entmutigung brauchen. Er wird ihr Herz mit Freude erfüllen und ihnen einen Weg bahnen, selbst wenn alles unmöglich erscheint. Gott sagt uns, ich bin das Licht der Welt. Wenn ihr wirklich mit mir geht,
werdet ihr nicht in der Finsternis verloren sein, denn ihr werdet das führende Licht des Lebens haben. Jetzt beginnt für sie eine Zeit des reinen Überflusses und der bedingungslosen Liebe. Gott hat große Pläne für ihre Zukunft. Er wird sie bald mit einem Leben voller Glück, Lachen und Reichtum segnen. Das ist die Verheißung des Herrn, ein klarer Hinweis darauf, dass ein Wunder in ihrem Leben geschehen wird. In dieser Woche wird sich etwas manifestieren, das sie so eifrig gehütet haben. Machen Sie sich bereit, diesen wunderbaren Segen zu empfangen. Schreiben Sie 11 Uhr und 11 Minuten, um ihn einzufordern, und lassen Sie zu, dass die Begeisterung Ihr Herz überflutet. Gott offenbart, dass das Jahr 2023 eine Zeit sein wird, in der er in Ihrem Leben auf mächtige Weise präsent sein wird. Er möchte Ihre Gesundheit, Ihre Beziehungen und Ihre Finanzen wiederherstellen und Ihren Träumen neuen Schwung verleihen. Noch vor Ende dieses Monats wird er Sie mit endlosem Segen, unendlichem Lächeln und strahlendem finanziellen Fortschritt überschütten. Gott hat eine besondere Botschaft für Sie. Ihr größter Erfolg steht Ihnen bevor. In den kommenden Tagen sollten Sie die finanzielle Unabhängigkeit erreichen, die Sie sich wünschen. Aber lassen Sie nicht zu, dass Zweifel Ihr Herz beherrschen. Machen Sie sich darauf gefasst, dass Sie Zeuge eines Wirbelsturms unglaublicher Segnungen werden, Türen, die sich öffnen, neue Möglichkeiten der körperlichen Heilung, Gelegenheiten, die sich in einer Fülle von Gunst präsentieren, wie Sie sie noch nie zuvor gesehen haben. Wenn Sie daran glauben, sagen Sie ja. Glaube es in deinem Herzen. Der Herr sagt, dass es Zeiten geben wird, in denen du warten musst, Zeiten, in denen Tränen fließen werden, Versuchungen, aber auch Enttäuschungen. Du wirst Prüfungen bestehen müssen, um weiterzumachen, und am Ende, an einem wunderbaren Tag, werden alle Teile an ihren Platz fallen, und alles, was du bis zu diesem Moment durchgemacht hast, wird die Brücke zu etwas Größerem gewesen sein, denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand hält und sagt, hab keine Angst, ich bin hier, um dir zu helfen. Schreiben Sie, Jesus ist Herr. Drei kraftvolle Botschaften für Sie heute. Erstens, glauben Sie jedem Wort und lassen Sie Ihr Herz mit Hoffnung erfüllt sein. Zuallererst möchte ich, dass Sie wissen, dass alles, was Sie heute anfassen, in Ihrem Leben aufblühen wird. Ihr seid dabei, in eine Zeit unglaublicher Erfolge einzutreten, sei es in eurer Karriere, in euren Beziehungen oder in euren tiefsten Träumen. Der Erfolg klopft an ihre Tür. Zweitens, haben Sie Vertrauen, denn Gott arbeitet an ihrer Heilung, unabhängig davon, was Sie haben. Gott stellt ihre innere Stimme wieder her. Sie werden genesen und stärker als je zuvor daraus hervorgehen. Erlauben Sie der Heilung, in jeden Teil Ihres Wesens zu fließen und alle Kämpfe der Vergangenheit hinter sich zu lassen. Das ist dein Sieg. Drittens bringe ich eine Botschaft der Hoffnung, Gott schickt ein Wunder in Ihr Leben, direkt in den Komfort Ihres Hauses. Machen Sie sich bereit für eine außergewöhnliche Veränderung, ein Weg wird sich vor Ihnen auftun, der unglaubliche Möglichkeiten und unvorstellbare Verwandlungen mit sich bringt. Spüren Sie die Freude, die auf Sie zukommt. Wenn Sie an jedes dieser Worte glauben, sagen Sie Amen. Lass den Glauben dein Herz und deinen Enthusiasmus erfüllen. Du bist stärker, als du denkst. Ein Wunder ist auf dem Weg. Nimm diese Worte mit Liebe auf und freue dich auf die Wunder, die kommen werden. Du weißt, dass das Leben uns manchmal verwirren kann. Wenn das passiert, habt keine Angst, einen Moment innezuhalten. Und wenn dich der Ärger überkommt, atme tief durch und trete zurück. Stress kann uns überwältigen, aber glauben Sie mir, eine Pause kann Wunder bewirken. Und wenn Sie endlich innehalten, schließen Sie die Augen und sprechen Sie mit Gott. Er ist immer bereit, Ihnen zuzuhören. Glauben Sie, dass er Sie auserwählt und jeden Ihrer Schritte gerechtfertigt hat. Dir ist vergeben, mein Freund, und Gott hat den Preis für jeden Fehler bezahlt, den du gemacht hast. Jetzt ist es an der Zeit, die ganze Last der Schuld loszuwerden und frei im göttlichen Licht zu wandeln. Vergiss nie,
dass Gott dich bedingungslos liebt. Schreiben Sie also gleich jetzt auf, ich liebe dich, Gott. Lass uns gemeinsam beten. Allmächtiger Gott, ich möchte dir danken, dass du mich geschaffen hast. Ich bin dankbar, dass du dich um mich und meine Familie bis zu diesem Augenblick gekümmert hast. In diesem Gebet bitte ich dich um deinen Schutz vor geistigen und körperlichen Feinden. Ich bitte dich um die Kraft, den Angriffen des Bösen zu widerstehen. Hilf mir, deine Rüstung anzulegen und den Brustpanzer der Gerechtigkeit zu tragen. Beschütze mich im Schlaf und wenn ich erwache. Ich bitte dich, alle versteckten Fallen zu entfernen, die gegen mich vorbereitet worden sind. Erlöse mich von den bösen Blicken und Machenschaften des Bösen. Leite meine Schritte, damit ich mich nicht mit Menschen von zweifelhaftem Ruf einlasse. Ich bitte dich, meine Familie vor negativen Einflüssen zu schützen, die dazu führen könnten, dass wir unsere Seelen verlieren. Halte uns fern von den bösen Blicken sowohl von Fremden als auch von Menschen, die uns nahestehen. Verhindere, dass jemand mit bösen Absichten in unser Leben tritt. Sei das Licht, das unseren Weg erhellt, damit wir uns nicht verirren. Männer, die wir in gefährliche Situationen verwickeln. Schütze uns vor allem Bösen, auch vor dem, was wir selbst anziehen könnten. Lass nicht zu, dass wir uns von deinem Schutz entfernen, egal was passiert. Gib uns die Kraft, an deiner Seite zu gehen. Sei unser Begleiter, wohin wir auch gehen. Ich danke dir für jedes erhörte Gebet, hier. Amen. Jesus, ich liebe dich. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um tägliche Botschaften von Gott zu erhalten. Wir sehen uns morgen in einer großen Umarmung.